Mein Name ist Visavi, ihr seid bei Reputation TV. Es war eine lange Reise quer durch Deutschland auf der Suche nach dem besten politischen Rapper Deutschlands. Und jetzt sind wir tatsächlich endlich angekommen. Ich werde gleich unserem Gewinner von Reputation verkünden, dass er es geschafft hat, dass die Jury, das Publikum und natürlich auch die Gastjuroren und die Du hast die Macht-Redaktion sich für ihn entschieden hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er reagiert. Ich hoffe, er kriegt keinen Herzinfarkt. Ihr kommt einfach mit. Wir machen es jetzt spannend. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Wollen jemanden überraschen? Wäre das okay? Nee, tut mir leid. Darf ich nicht antworten. Klingeln wir ruhig. Unseren Gewinner von Reputation Scheiße. 2013. Ey, du hast mir so Angst gemacht, ey! Du hast mir so Angst gemacht! Scheiße, Mann! Scheiße! Ich wollte dich gerade anrufen! Oh, fuck, ey! Shit! Ja, du hast nicht unbedingt mit diesem Besuch jetzt hier gerechnet, oder? Nein, echt, ey. Ihr habt mich echt auf den Arm genommen. Sie kommt mir an mit Vertragsproblemen und so. Und wir sind voll so 2 Stunden. Scheiße, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder so? Weil ich habe immer nachgefragt, ob alles cool ist, ne? Und jetzt, ich habe was im Mund, glaube ich. Ja, tatsächlich gibt es überhaupt gar keine Probleme. Das einzige Problem ist, dass du jetzt kurz realisieren musst, dass du es echt geschafft hast. Du hast gewonnen. Alter, praise the Lord, ey. Krass. Dürfen wir denn kurz reinkommen, dann quatschen wir kurz über diesen großartigen Moment jetzt. Ja, krass, krass. Kommt alle rein. Jetzt, wo wir deinen Hausflur komplett verwüstet haben. Um nochmal dir ins Gedächtnis zu rufen, du wirst auf jeden Fall ein professionelles Studio gestellt bekommen. Du kriegst einen Beat von Mel Beats, was auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz großer Schritt ist. Außerdem wirst du von Fahrt supported. Im besten Fall macht ihr einen Song zusammen. Und wir beide werden auch nochmal ein ausführliches Interview führen. Das heißt, wir treffen uns nochmal. Das habe ich mir auch mal gewünscht. So. Ich dachte mir so, boah, wenn du in der Juice bist, Backspin, hast ein Interview mit Vis-a-vis so, weil du bist sehr beliebt bei den Rappern und sehr sympathisch. Und natürlich mit der anderen Plattform, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf. Klar, dürfen wir sagen. 16 Bars, ne? Und dachte mir so, ey, ich will unbedingt auch ein Interview mit ihr haben. Die ist bestimmt voll cool und viele Leute sehen das. Und auf jeden Fall, ich fühle mich echt, wie soll ich sagen, echt gesegnet so. Vielen Dank an das Reputation Team, ihr seid die Besten. Und danke an die ganzen... An die ganzen Leute, die für mich gewotet haben und die einfach sich für mich eingesetzt haben, das alles geteilt haben, meine kleine Support-Armee und auch die Juroren für eure Votings, was heißt Punktvergabe, meine ich. Und vielen Dank an alle und ihr werdet noch viel von mir hören und lasst euch überraschen. Dynamic, angenehm, wo ich herkomm, lausch mal. Tür mich aus der Hauptstadt, Berlin, die Stadt, die mich vollkommen ausmacht. Sie nennen mich das Rap-Talent, Kreuzberg, Rap-Dozent, Represent. Meine Hood und mein Leben ist schon hart genug. Ich sag nur lieber Angela und mein Tagebuch. Doch ich atme durch in dieser tristen Welt, der mir die Hoffnung gab, war Hip-Hop selbst. Menschlichkeit, die meisten täuschten's vor. Doch ihr war's ernst, sie hat ihre Mom mit 9 verloren. Wollt ein besseres Leben für ihre Neugeborenen, ihre beiden Söhne, sie hat ihnen Treue geschworen. Dieser Song hier ist wie Puzzles zusammenlegen. Diese Krawattenträger steuern unser ganzes Leben. Wir gehen drauf, wenn wir nicht anfangen, uns loszureißen. Politik kann über Leben oder Tod entscheiden. Hallo, lieber Brad Pitt.
Es war uns allen eine Ehre, dass du mitgemacht hast bei Reputation. Auch wenn du nicht der Sieger geworden bist, aber du bist auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Du hast uns ganz, ganz viel teilhaben lassen an deiner Person, an deinem Herz. Du hast die Juroren teilweise fast zu Tränen gerührt mit deinen Geschichten und das erfordert auf jeden Fall großen Mut und von uns dafür ganz, ganz viel Respekt. Auch du wirst sicherlich deinen Weg gehen, da glauben wir alle ganz, ganz fest dran. Wir sehen uns am 28.03. erstmal im Binu und ansonsten viel Erfolg und dass du weiterhin so ein großartiger Texter und Rapper bleibst. Danke im Namen von Reputation, dass du mitgemacht hast. Israel, der Öltropfen im arabischen Wasserglas. Opfer werden Täter und das Opfer wird ein anderer. Angela, komm jetzt nicht mit Antisemit. Ich weiß, für Kritik sitzt der Schwanz viel zu tief. Religion ist Zuflucht und Trost für den, der sucht in der Not und hat mit dem Konflikt partout nichts zu tun. Will weder Juden noch Moslems anprangern. Hass ist ein Kreislauf, das weiß auch des Teufels Handlanger. Amerika überlegen gegenüber jedem Staat. Füttert Rüstungspolitik, damit man reiche Wähler hat. Hallo, lieber Marabu. Wir sind auf jeden Fall alle ganz, ganz froh und stolz, dich kennengelernt zu haben. Tausend Dank, dass du bei Reputation mitgemacht hast. Es hat nur ganz, 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 ganz knapp nicht gereicht für den ersten Platz. Ich hoffe aber, dass du nie vergisst, was die Juroren alles über dich gesagt haben. Du hast ein unglaubliches Talent. Deine Message war immer top. Dein Flow ist außergewöhnlich. Deswegen mach unbedingt weiter. Wir sehen uns sowieso erstmal am 28. März wieder. Aber ansonsten sind wir uns auch sicher, dass wir weiterhin ganz, ganz viel von dir hören werden. Viel Erfolg für die Zukunft und danke im Namen von ganz Reputation, dass du dabei warst. Oh.